Servus Leute, grüß euch. In diesem Video möchte ich euch einmal erklären, wie ich es mache, mit einem Golf mehrere Wochen, also 2 bis 3 Wochen, ohne nennenswert irgendwo einzukehren, reisen kann. Das hier ist ein Golf 7. Das Ganze wird natürlich auch klappen mit einem Polo. Vielleicht noch kleiner, wird schwierig, aber ich kann euch gerne mal zeigen, wie ich mich hier organisiere, weil ich kann mich daran erinnern, dass im letzten Jahr bei meiner Westalpentour sehr viel danach gefragt wurde, bei Instagram und bei YouTube auch, wie machst du das, wie organisierst du dich, wie schaffst du es, dass das Chaos nicht regiert. Okay, dann fangen wir mal an mit Grundregel Nummer 1. Grundregel Nummer 1, Ordnung halten. Ordnung, Sauberkeit und Struktur. Ich habe leider nicht so einen schönen Wohnwagen wie die Kollegen da neben mir, sondern ich habe hier nur eine Limousine und das Ganze ist natürlich sehr beschränkt. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich vor allen Dingen den Kofferraum organisiert habe. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Kommt mal mit. Also ihr könnt jetzt hier wunderbar erkennen, dass ich das Ganze in Kisten sortiert habe. Links die ganzen Klettersachen, die Ausrüstung. In der großen Kiste die Bekleidung und hier die Wasserversorgung. Und weiter rechts Privates und Sonstiges. Weiter oben habe ich jetzt hier meine Etage zum Trocknen, beziehungsweise wenn es gewaschen wurde, zum Trocknen, weil da geht es immer relativ gut. Und jetzt gehe ich mal etwas genauer auf diese Sachen hier noch ein. Also hier gilt natürlich auch der Punkt, weniger ist mehr. Ich habe jetzt hier einen Helm dabei, eine Sonnenbrille. Letztes Jahr hatte ich definitiv mehr dabei. 2 Paar Stöcke, falls mal einer abknickt. Ich habe dabei ein Eisgerät und ein Eispickel, man weiß ja nie. Dann ist das hier meine Second Safety Box. Dann habe ich hier Stirnlampen, Steigeisen, Brödeln. Was habe ich hier noch für die Sonnencreme zum Auffüllen? Und dann hier das ganze Kletterzeug vom schweren Gurt bis zum leichten Gurt, Schlingen und Co. Also alles mit dabei. Und ihr seht, hier regiert nicht das Chaos. Eine Sache, die ich jetzt neu organisiert habe, ist dieses Blech aus der Küche mit dem Tuch drunter. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Trinkblasen nicht mehr brauche, dann mache ich so eine Zewa-Rolle rein und dann kann das Ganze schön austrocknen. Gleiches gilt auch für die Flask. Das bedeutet, ich habe hier keinerlei Verunreinigung, sondern das Ganze kann schön abtrocknen. Elektrolyten verwende ich ja nicht, deswegen fällt bei mir das Klarspülen deutlich einfacher mit Wasser. Also ich habe das Ganze jetzt mal für euch schön ausgebreitet hier. Wir haben jetzt in dem Bereich die ganzen Hosen, also wirklich etwas mittelschwere, etwas dünnere. Dann natürlich Shorts, beziehungsweise ich habe auch jetzt gerade eine an. Das ist der eine Punkt. Dann habe ich hier zweierlei Hardshelljacken, je nachdem, was für eine Tour man geht. Eine dreilagige, beziehungsweise eine Shake-Dry-Jacke ist natürlich auch mit dabei. Das ist natürlich für leichtere Winde, beziehungsweise ja, niedrigere Touren. 3 verschiedene Rucksäcke, 28, 16 und den 15er. Das reicht bei mir locker für jede Tour. Und wenn wir dann hier weiterschauen, Stirnbänder, verschiedene Buffs, dann haben wir hier die Oberbekleidung, Handschuhe mit Primaloft, noch die großen, falls die Tour auch höher hinausgeht. Und Isolation, einmal die große Primaloft und dann auch nochmal die dünnere Polartec Alpha. Also das ist quasi die ganze Bekleidung, die ich dabei habe. Gut, dann machen wir mit der Reisetasche weiter. Und zwar habe ich jetzt hier drin meinen Reisepass, die Schweizer SIM-Karte, Musik, Toilettenpapier, ein Handtuch, falls ich mal baden gehe, eine Ersatzgaskartusche, Schweizer Franken und ein Buch zum Lesen, hier vom Hans-Jörg Auer, leider verstorben. Dann habe ich auf der Seite hier noch drin medizinische Produkte, Voltaren, Tigerbalm und Tape. Und auf der Seite habe ich jetzt hier drin meine ganzen GoPro-Geschichten. Das ist auch ziemlich wichtig. Jetzt kommt das ganze Essen und das Dyneema-Seil, das nehme ich jetzt mal kurz raus. Ich habe jetzt hier meine ganzen Riegel drin, ist natürlich jetzt schon ein Teil raus, aber das ist auch ziemlich praktisch, dann hat man immer alles dabei. Hier die ganzen anderen Sachen, ihr wisst ja, ich ernähre mich zwischen vegetarisch und vegan, das bedeutet Milch ist jetzt mit dabei, ist haltbare Milch. Ansonsten seht ihr hier noch verschiedenes Wasser, solche Einwegschalen. Gebäck, Schokolade, hier ist noch Quinoa mit Gemüse, so vegetarischer Aufstrich, Äpfel und ja auch der Kaffee hier zum Beispiel. Dann habe ich hier noch ganz andere Sachen drin,
Ihr seht das hier, Couscous, Küchenrolle, Nüsse zum Knabbern. Da oben seht ihr noch Reis. Also ganz verschiedene Sachen, die wirklich halten ohne Kühlung und nicht verderben. Leider habe ich letztes Jahr den Fehler gemacht und habe zu viele industrielle Produkte verwendet. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ich habe das dann gemerkt, dass dann das Gefühl einfach zwischendurch ziemlich schlecht war. Und die Sachen sind verhältnismäßig doch gesünder als letztes Jahr, auch wenn natürlich jetzt hier nicht alles frisch ist. Dann kommen wir nun zu der Rückbank und da seht ihr jetzt am Boden hier das stille Wasser. Still, damit das Ganze auch wunderbar in die Trinkblase gehen kann, ohne dass die nachher prall wird. Und ich persönlich handhabe das immer so, dass ich den ganzen Müll in diese Flaschen mache. Ob das alles so in Ordnung ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist meine Möglichkeit, den Müll am besten und geruchsarm zu verstauen. Und unter dem Schlafsack immer versteckt. Man weiß ja nie, ob irgendjemand mal Autos einschlägt wegen Schuhen. Meine ganzen Schuhe, die habe ich euch auch mal hier aufbereitet. Also wirklich den Ribbeltec OD, technisch leicht. Den Carbon 2 GTX von Salomon. Dann den Scarpa Mescalito Zustiegsschuh. Den Ribel Ultra, mein Hochtonstiefel. Den Dynafit Alpine Pro und, ihr wisst Bescheid, die gemütliche Variante. Auf der anderen Seite seht ihr, wenn ich dann hochmache, meine beiden Kissen zum Schlafen. Darunter habe ich mein Notebook versteckt, zur Datensicherung natürlich und eventuell irgendwelche Sachen zu planen. Dann habe ich hier meinen Hygienebeutel, ja, meinen fürs Bad, sage ich jetzt mal. Und auch mir wichtig, elektrische Zahnbürste ist mir persönlich lieber als die Handzahnbürste, aber da streiten sich die Geister drum. Motoröl dabei. In der Seite habe ich jetzt hier drin ein neues Schneidebrett. Dann hier versteckt ein kleines Messer und einen Löffel. Und damit komme ich wunderbar aus. Wird immer sauber gemacht und getrocknet. Und dann kommt das Ganze wieder hier rein und ist gut verstaut. Auf der anderen Seite findet ihr hier diese Netztasche mit sämtlichen Kabeln und Steckern. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr eure Elektronik aufladen könnt. Zum Beispiel auch für meine GPS-Uhr. Das Ladekabel ist ja auch zum Beispiel drin. Ja, und dann kommen wir schon zum Innenraum. Ich habe jetzt hier noch drin Apollinaris mit Zitrone. Ich mag das wirklich unheimlich gern. Ist mein Lieblingswasser, dass ich einfach was richtig Gutes zu trinken habe. Ist kein Zucker drin, hat, ich glaube, gar keine Kalorien und auch keine Zusatzstoffe, irgendwelche Sachen. Also das passt für mich ziemlich gut. Dann hier vorne das klare Wasser, also wirklich für die Flask oder für Hände zum Waschen, dass ich immer was Angebrochenes habe. Toilettenpapier ist soweit klar und schnell verfügbar hier mein Kaffee, den ich mir morgens immer mache. Ihr wisst sicherlich, ich habe einen kleineren Kocher, aber dieser hier ist deutlich schneller und effizienter. Der Potgripper zum Anpacken und noch zwei Feuerzeuge. Das bedeutet, das ist mein Frühstücks-Setup zum Kaffeekochen. Des Weiteren habe ich hier im Handschuhfach eine Gaskartusche. Zu meiner linken Seite seht ihr Feuchttücher und das normale zu trinken. Ich habe in diesen Fächern normalerweise auch immer Sachen verstaut. Hier beim Ladekabel, ganz wichtig, nutzt jeden Kilometer, den ihr mit dem Auto fahrt oder ihr habt die Zündung an, dass ihr irgendwas laden könnt. Zum Beispiel dieses Handy. Beachtet nur, nicht übertreiben, nicht, dass nachher der Motor nicht mehr startet, weil die Batterie entladen ist. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch meine ganzen Powerbanks. Ich habe 4 Stück dabei, insgesamt 80.000 mAh. Das bedeutet, ich kann schon mal eine ganze Weile damit überbrücken. Was wirklich sehr praktisch ist, dass ich von meinem Fahrersitz aus alles machen kann. Ich kann hier Kaffee kochen drin, wenn es regnet. Ich komme hinten an meine Sachen zum Zähneputzen. Ich kann mich umdrehen, habe mein Notebook direkt. Ich kann direkt alle Ladekabel greifen, ich kann direkt trinken. Das Einzige, was ist, zum Essen holen muss ich raus an den Kofferraum. Aber ich habe hier theoretisch alles um mich rum und kann jetzt auch innerhalb von einer Minute mich ins Bett legen. Sitz nach hinten, den nach hinten lehnen, Kopfkissen, Schlafsack und fertig. Das ist natürlich der Punkt. Das kann man nur machen, wenn man wirklich einen guten Schlaf hat und auch daran gewöhnt ist, auch mal ungemütlicher einzuschlafen. Für mich geht das problemlos, denn wenn ich da hinten alles umklappen würde, dann wäre das Ganze schon deutlich mehr Aufwand. Und der Punkt ist natürlich auch die Flexibilität und morgens früh schnell wieder wegkommen. Ich glaube, ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte.
Jeder kann sich denken wahrscheinlich. Und das Ding ist, parkt nicht da, wo es illegal ist. Ich möchte jetzt auch keine Tipps geben, wo man parken soll oder nicht. Allerdings bin ich in der Lage, innerhalb von 20 Sekunden den Sitz hochzuklappen, Motor an und weiter geht's. Das kann man normalerweise, wenn man sich da hinten richtig einrichtet, nicht so schnell machen. Und dementsprechend bin ich nicht nur flexibel, sondern auch die Sichtbarkeit meiner Person ist auch unheimlich gering. Es rechnet ja auch niemand damit, dass jemand in einem Golf schlafen würde bzw. mehrere Tage darin verbringen würde. Also das ist Punkt 1. Und das Ganze ist auch wirklich mehr Undercover-Style. Man hat die Möglichkeit, auch mal irgendwo zu parken, wo das vielleicht andere nicht machen könnten. Wie gesagt, ich gebe jetzt hier keine Tipps, was man darf und nicht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Und das ist eigentlich das Coole daran. Der Campingwagen neben mir, da klopft es mal morgens eher an der Scheibe. Bei dem Golf denkt aber nicht jemand direkt, dass hier jemand drin schlafen würde, beziehungsweise sich hier Kaffee kocht und Co. Also das ist im Endeffekt ein Vorteil, den ich auch schon viel im Ausland mir zu Nutzen gemacht habe. Und ja, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und bevor es jetzt gleich zu kalt wird, ich bin hier auf 2500 Meter, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass das A und O ist, die Ordnung zu halten, die Sauberkeit und die Struktur, dass man da auf jeden Fall immer am Ball bleibt, mal die Fußmatten auszuklopfen, mal alles sauber zu machen, sich neu zu strukturieren, dass nicht das Chaos regiert. Also ich persönlich lebe das in meinem Privatleben und deshalb ist es für mich auch super einfach, so zu reisen und spricht eigentlich auch nicht viel dagegen, das so zu machen. Noch zum Thema Hygiene. Euch ist natürlich klar, dass man auch Campingplätze ansteuern kann, um sich zu waschen, um zu duschen. Und ihr könnt natürlich auch ohne Probleme in irgendwelche Seen reingehen oder in Flüsse. Dann solltet ihr allerdings beachten, aus Naturschutzgründen keine Seife zu verwenden. Ich weiß, dass es solche umweltfreundlichen Seifen gibt, aber macht es besser nicht. Es schädigt trotzdem die Natur. Das ist eigentlich mal ein schönes Video, was so mit Bergsport vielleicht etwas angrenzend zu tun hat, weil ich ja so reise in die Westalpen. Ihr seht da meine ganzen Kisten. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wo ich heute Abend schlafen werde. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Ich kann mir die Spots wirklich aussuchen und wünsche euch viel Spaß, falls ihr das nachmachen solltet. Und immer schön legal parken, nicht vergessen. Ja, und das wäre es eigentlich soweit mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und vielleicht mal einen schönen Einblick gegeben hat, wie ich das Ganze mache. Wenn es gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Bei Fragen, Kommentare benutzen und den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!